Das ist das spektakulärste astronomische Ereignis des Jahres, die große Konjunktion zwischen den Planeten Jupiter und Saturn. Das letzte Mal vor 400 Jahren befanden sich die beiden Riesen in einer so nahen, spektakulären Konstellation, die vielleicht auch den Stern von Bethlehem erklären könnte. Wie und woher ihr das faszinierende Schauspiel von Saturn und Jupiter am Himmel sehen könnt, erfahrt ihr jetzt hier bei Klicks um Science and Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Bei diesem Video ist übrigens Tim von Astrocomics TV mit dabei, dessen Channel ihr unbedingt abonnieren solltet, wenn ihr euch für den Weltraum interessiert. Ich habe ihn hier oben für euch verlinkt, also hier draufklicken und abonnieren. Im Sommer war der Komet Neowise die absolute Sensation. Mit bloßem Auge konnte man ihn am Himmel sehen. Ich selbst habe ihn hier vom Dach aus in Berlin beobachtet. Aber das Jahr 2020 hat zum Abschluss noch ein weiteres astronomisches Super-Highlight parat. Die große Konjunktion von Jupiter und Saturn. Dieses planetare Rendezvous ist nur alle 20 Jahre sichtbar und gehört daher zu den sehr seltenen astronomischen Ereignissen und fasziniert die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass Jupiter und Saturn sich am Himmel treffen können? Die Erde umkreist auf ihrer Bahn die Sonne. Von unserer Position aus können wir weit entfernte Sterne am Himmel sehen, aus denen antike Kulturen sich die Sternbilder ausgedacht haben. Die Sterne unseres Nachthimmels sind viele Lichtjahre entfernt. Auf eine solch große Entfernung können wir so gut wie keine Bewegung der Sterne wahrnehmen. Im Verhältnis zueinander bleiben sie selbst über Jahrhunderte fast identisch. Der große Wagen sieht heute noch fast genauso aus, wie er im Jahr 1800 aussah. Ganz anders sieht das bei den anderen Planeten unseres Sonnensystems aus. Da diese sich viel näher an unserer Erde befinden und ja ebenfalls um die Sonne kreisen, verändern sie ihre Position am Himmel. Ein bekanntes Beispiel ist die Venus. Je nach Position im Umlauf um die Sonne erscheint sie von der Erde aus als Morgenstern und kann kurz vor Sonnenaufgang beobachtet werden oder eben als Abendstern, der in der Zeit der Dämmerung beobachtet werden kann. Die Venus verändert ihre Position am Himmel schnell, da sie in nur 225 Erdentagen einmal die Sonne umrundet. Jupiter und Saturn hingegen haben es so gar nicht eilig auf ihrer Bahn um die Sonne. Ein Jahr auf Jupiter entspricht 12 Erdenjahren. Saturn benötigt sogar 29 Erdenjahre für eine Umdrehung um unseren Stern. Das führt dazu, dass die beiden Gasriesen ihre scheinbare Position von der Erde aus nur sehr langsam verändern. Doch alle 20 Jahre kommt es zu einem außergewöhnlichen Treffen am irdischen Himmel. Jupiter und Saturn scheinen dann direkt übereinander zu stehen und bilden einen beeindruckenden hellen Punkt am Himmel. Ein solches Zusammentreffen von Himmelskörpern von der Erde aus gesehen bezeichnet man als Konjunktion, dass sich hier um ein Zusammentreffen der beiden größten Planeten handelt, spricht man folgerichtig von der großen Konjunktion. Grundsätzlich treffen sich die beiden Gasriesen alle 20 Jahre, doch manchmal sind sie noch ein bisschen näher beieinander als sonst. Dieses Jahr haben wir eine solch besonders nahe große Konjunktion. Das letzte Mal, als der Saturn und der Jupiter sich derart nahe bei einem Zusammentreffen waren, war bei der großen Konjunktion im Jahre 1623. Wir erleben also ein astronomisches Ereignis, das es so in den letzten knapp 400 Jahren nicht gegeben hat. Und obwohl es die nächste Konjunktion bereits im Jahr 2040 geben wird, wird es zu einer derart nahen Begegnung der beiden Planeten wie in diesem Jahr erst 2080 kommen. Das werden also nur die Jüngeren von uns noch erleben. Wer die große Konjunktion also dieses Jahr verpasst, wird sehr lange auf die nächste Gelegenheit warten müssen. Deswegen wird euch Tim von Astrocomics TV nun erklären, wo und wann ihr hinschauen müsst, um das Ereignis optimal sehen zu können. So ein gigantisches Teleskop, wie ihr hier hinter mir seht in unserer Sternwarte, das braucht ihr zum Glück gar nicht, um die große Konjunktion beobachten zu können. Man sieht dieses Spektakel nämlich auch wunderbar mit bloßem Auge. Die beiden Planeten, die werden dann zu einem sehr hellen Punkt am Himmel verschmelzen. Das Ganze sieht aus wie ein super heller Stern, nur dass es sich eben nicht um einen Stern handelt, sondern um die Planeten Jupiter und Saturn. Den Höhepunkt erreicht das Ganze am 21. Dezember. An diesem Tage wird das gar nicht zu übersehen sein, weil die wirklich ein leuchtend heller Punkt am Himmel sein werden. Wer das planetare Rendezvous beobachten möchte, der sollte ab 15.30 Uhr seinen Blick gen Südwesten richten. Ich habe unsere Kuppel schon in Richtung Südwesten aufgemacht und die große Konjunktion ist auch schon im Dämmerlicht zu erkennen. So hell sind die beiden Planeten. Das Zeitfenster, in dem ihr die große Konjunktion sehen könnt, das wird allerdings immer kürzer. Mitte Dezember sind die beiden Planeten noch bis 19 Uhr zu sehen, also dann gehen sie erst unter. Am ersten Weihnachtstag sind sie schon um 18 Uhr vollständig untergegangen.
Für diejenigen von euch, die sich mit Sternbildern auskennen, lässt sich das Ereignis auch mit Hilfe der Konstellationen am Himmel lokalisieren. Hier seht ihr, wie sich das Ereignis am 21.12. um 17.30 Uhr darstellen wird. Die beiden Planeten befinden sich dann von der Erde aus gesehen genau zwischen den Sternbildern Steinbock und Schütze. Kurz nach Sonnenuntergang werdet ihr vielleicht schon die beiden hellen Sterne Altair und Fomalhaut sehen können. Diese bilden gemeinsam mit der großen Konjunktion ein Dreieck am Himmel, das ihr sicherlich gut finden könnt. Ihr könnt die große Konjunktion, wie gesagt, sehr gut mit bloßem Auge sehen. Wenn ihr aber doch ein Teleskop habt, es muss auch gar nicht hier so ein Riesenteil sein, dann solltet ihr auf jeden Fall mal versuchen, die beiden Planeten durch die Linse ins Visier zu nehmen. Das kann nämlich richtig spektakulär aussehen. Ihr könnt dann vielleicht einzelne Jupitermonde erkennen, die galileischen Monde oder sogar die Ringe vom Saturn in hoher Auflösung beobachten. Das ist wirklich ein faszinierender Anblick. Ich wünsche euch viel Glück und Spaß beim Auffinden und Beobachten der großen Konjunktion. Wenn ihr noch Detailfragen zur genauen Position am Himmel habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Die große Konjunktion passt übrigens perfekt zur Weihnachtszeit, denn einige Forschende glauben, dass sie eine astronomische Erklärung für den Stern von Bethlehem sein könnte. Laut dem Matthäusevangelium sind die drei heiligen Könige einer hellen Himmelserscheinung gefolgt und haben so das Jesuskind gefunden. Schon seit jeher rätselt die Wissenschaft darüber, worum es sich bei diesem biblischen Himmelsphänomen gehandelt haben könnte. In den meisten Darstellungen wird der Weihnachtsstern als eine Art Meteor oder Komet dargestellt. Teilweise wird sogar vertreten, dass es sich um eine weit entfernte Supernova, also einen explodierenden Stern, gehandelt haben könnte. Doch die meisten Forschenden gehen tatsächlich davon aus, dass damals im Heiligen Land eine Konjunktion von Jupiter und Saturn sichtbar gewesen sein könnte. Man kann anhand der Umlaufdaten von Saturn und Jupiter berechnen, dass es im Jahre 6 vor Christus zu einer großen Konjunktion kam. Gleichzeitig gehen viele Historiker und Historikerinnen davon aus, dass Jesus gar nicht im Jahre 0, sondern im Jahre 6 vor Christus geboren wurde. Und nicht nur das. Im Jahre 6 vor Christus kam es zu einer sogenannten größten Konjunktion, sozusagen der Steigerung einer großen Konjunktion. Da die Erde als innerer Planet schneller unterwegs ist als die äußeren Planeten Saturn und Jupiter, kann es passieren, dass sie diese auf der Bahn um die Sonne überholt. Wenn das geschieht, sieht es für einen irdischen Beobachter so aus, als würden Jupiter und Saturn sich am Himmel rückwärts bewegen. Dieses Phänomen nennt man Planetenschleifen. Ganz, ganz selten kann es auf diese Art und Weise geschehen, dass Jupiter und Saturn sich derart am Himmel vor- und zurückbewegen, dass sie sich in einem Jahr gleich dreimal treffen. Genau zu einem solchen irren Spektakel am Himmel kam es im Jahre 6 vor Christus, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass dies den heiligen drei Königen, die in der Bibel als Gelehrte beschrieben werden, aufgefallen ist. Tim und ich wünschen euch viel Erfolg beim Beobachten der Begegnung von Saturn und Jupiter und natürlich eine frohe Weihnachtszeit. Andere astronomische Erklärungen für den Stern von Bethlehem, zum Beispiel eine Supernova-Explosion, erklärt euch Tim in diesem Video hier. Also unbedingt draufklicken, um in Weihnachtsstimmung zu kommen und natürlich nicht vergessen, den Kanal von AstroComicsTV zu abonnieren, also hier, und ihm zu helfen, sein Ziel von 40.000 Abonnenten zu erreichen. Bis dann. Bleibt dran.